So, meine lieben Leute, da sind wir auch mal wieder bei einer weiteren illustren Runde Dead Space. Nein, sind wir? Darkfall Lost Souls, genau, da sind wir. Wie komme ich auf Dead Space? Ja, ich hatte gerade Dead Space im Kopf, weil ich mir gedacht habe, Mensch, Dead Space muss da auch mal wieder aufnehmen. Zumindest den zweiten. Ja, wir laden einfach mal wieder da, wo wir aufgehört hatten. Beim letzten Mal haben wir ja diese Kacke mit dem Schminktisch hier gehabt, genau. Da musste ich ja diesen halben Text aufschreiben. Zumindest habe ich das einfach mal gemacht, weil er immer verschwommener wurde. Und irgendwie hatte ich das Gefühl auch, dass mir da ein Hinweis gegeben wurde von wegen mit dem Text und so. Da musst du aufpassen, der wird immer zu fest generiert. Aber merke ihn dir gut und so eine Sachen. Hat man mir irgendwie gesagt, wo ich dann dachte, ja, ne, ist okay. Verstehe ich. Dann drehe ich mich jetzt mal irgendwie um. Den Text hätten wir ja. Dann gucken wir mal, was es noch hier so Schönes gibt. Schauen wir uns in Ruhe das Zimmer an. Fly, Disfer, bla bla, Matilda Fly, upcoming star auf Stage and Screen. Ja, tut mir leid, dass ich wirklich, wie gesagt, die englische Version habe. Das gibt es bei Steam nur auf Englisch, leider nicht in Deutsch. Verstehe ich ehrlich gesagt nicht, weil bei Amazon gibt es das auch auf Deutsch. Aber vielleicht gab es da keine Lizenz für oder die wurde noch nicht verbessert. Jedenfalls Matilda Fly, star auf Stage and Screen, vanished from Vampire's Theater. Last night following a disastrous opening night, the glamorous starlet was bolt off stage in her opening monologue. Fly was quite obviously drunk and in the wrong costume. The play, The Two-Faced Bride of Bodmer Moor, was set to become a box office smash, but theater... Genau, was mit Two-Faced stand da auch noch da. Two-Faced Bride oder so. Was set to become a box office smash, but theater owners fear that Fly's performance and subsequent disappearance could finish the much-loved theater once and for all. Fly was last seen at Paddington Station catching a train to the West Country. She has not been seen since. Und nochmal Sly Fox carried, aha, schön. Jedenfalls war sie wohl ziemlich besoffen, hat irgendwie alles total vergeigt und ja, wir müssen wohl irgendwie versuchen, das Ganze rückgängig zu machen jetzt. Mal schöne Poster an. Two-Faced Bride of Bodmer Moor. Genau. Haben wir alles. Da habe ich wieder den Ohrwurm. Paris war geil, London war scheiße und New York war richtig geil. Paris war irgendwie... Schreibe ich mal lieber auf. Sicher, sicher. Paris... Mache ich so ein Herz dahin. Mein Herz sieht scheiße aus. Egal. Herz und offenweise Sterne wahrscheinlich. London. Kacke. Und New York. Mache ich so ein paar Kussmünder hin. Sieht mir aus wie Arschbacken, mein Kussmund. Wenn man das sehen könnte, ey, wie ich zeichne. Herrlich. Oh, da ist noch was unterm Kopfkissen. Dearest Matilda. If you are my world, I am and will always be your greatest fan. Please sign the enclosed, which I promise to never sell on pass of Charles. Charles steht wohl auf Matilda, auf jeden. Ist ja auch eine geile Hotte, die Sau. So, gucken wir uns nochmal in Ruhe weiter um. Rosen, the big night, break a leg, darling. Such a beautiful bouquet. Charles is such a sweetie. Love dance partners, Charles. Oh, ist wohl Charles ein richtig dicker Fan hier von ihr. Gut, das haben wir schon. Vielleicht noch die, nee, da auf dem Boden vielleicht noch was. Ich guck mal eben schnell noch. Ich guck mich mal in Ruhe um. Sicher ist sicher. Man kann nie wissen. Gut, das hatten wir jetzt alles schon. Das hatten wir auch. Was ist das denn? Ach, da kommen wir wieder zurück. Gut. Da wir jetzt eher so abgeschrieben haben, würde ich mal sagen, probieren wir es einfach. Ansonsten schauen wir uns nochmal in Ruhe um. Oder ich schaue mich in Ruhe um. Warum sage ich immer wir? Einfach nur, weil ich doof bin. Ja. So, Matilda, jetzt geht's ans Werk. Do you see what went wrong? It was ghastly. Ja, du warst besoffen wie 20 Russen, ey. Pennerfrau. There must be a way to change things. Make things better. Kriegen wir hin. Machen wir. Flight Ride tried to trick you. You were drunk. The gin ruined your performance. Ja, die war absolut besoffen, die Alte. The show must go on. Let's knock them dead. Naja, kriegen wir hin.
You are being childish. Everyone loved your performance. The newspaper was paid to write the terrible. The review was correct. You did wear the wrong outfit. Oh ja. Sie hat die falschen Klamotten getragen, die Alte. Das hat sie wohl. Nackt ist sie aufgetreten. Nackt! Which one is it? Think about Quentin. He sent you that beautiful bouquet. Charles must have a soft spot for you. He could be in love. Bertie. Ja, Charles war's. In meinem Fall war's Charles. Bei manchen anderen war's was anderes. Es wird ja immer random ausgelost, was passiert ist. Such a beautiful bouquet. Charles is such a sweetie. Should have worn the hunting and fox for sure. You have worn the long scarf, raincoat and glasses. You should have worn the sash, feathered and hat and earrings. Huh? Das habe ich jetzt nirgends vorausgelesen. Mal gucken, ob ich das irgendwo habe. Keine Ahnung, das hier? Probieren wir es einfach. There. Not quite right, but no one will notice. Empire Theater, genau, das war's. The show must go on. Let's knock him dead. Habe ich einmal falsch gelegen, scheiße. Like a prompt. I could whisper you the lines. Please, if you can. I was at the theater, you see. A new show. Okay. Almost time for curtain up. Funktioniert doch. Wunderbar. It was many, many years ago. It was many, many years ago. Nine days ago. Fuck. I had told Patrick to get a divorce. Genau, das war's. I had told Patrick to get a divorce. I said he was heartless and cold. I said he was heartless and cold. Jawohl. It was later than came to my decision. Genau. It was later that I came to my decision. Das ist richtig. Patrick must die. I could kill him myself. Genau. Patrick must die. I could kill him myself. No one can see my broke heart. Bla 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 bla. No one can mend. No one can heal my broke heart. No one can feel my broke heart. Can feel. No one can feel. No one can feel. So, da haben wir's doch. Ich hoffe, es funktioniert trotzdem, auch wenn der erste Satz scheiße war. Oh Mann, der erste Satz, ganz ehrlich, scheiß doch drauf, Leute, scheiß doch drauf. Machen wir es einfach nochmal. Wir machen es einfach nochmal. Wir machen es einfach nochmal. Halt doch mal die Schnauze jetzt, Alter. So, wir machen es nochmal von vorne. Wenigstens müssen wir nicht nochmal den ganzen Outfit aussuchen und den ganzen Kram. So, einfach nur die Lines whispern. Many, many days ago. So, many, many days ago. Los. Das kann sogar ich mir merken. Besoffenes Luder, ey. It was many, many days ago. I had told Patty to get a divorce. I had told Patrick to get a divorce. I said he was heartless and cold. I said he was heartless and cold. Patrick must die, I could kill him myself. Nein. It was later than I came to my decision. Okay, da haben wir's doch. It's Patrick must die, I could kill him myself. Patrick must die, I could kill him myself. Patrick must die. I could Und kill no him one myself. Can feel my broken heart. No one can feel my broken no heart. Feel my broken Wunderbar, heart. Perfekt. Oh, thank you. Thank you. Oh, das war's? Mann, das ist ja. Da würde ich aber auch abgehen. Bei so einem Theater. Also ganz ehrlich, da würde ich ja. Oh, ja, also mindestens erste Reihe direkt hier Blumen geschmissen, du. Mann, das war ja jetzt.
Was? Ernsthaft? War jetzt nicht ernsthaft, das war jetzt ein Satz, den sich jeder auswendig lernen kann. Selbst in der Grundschule lernt man John Maynard, das ist viel länger. Und da gratuliert mir auch keiner zu, dass ich das mal auswendig konnte. Scheiß, ey. Faultless Debut. They adored me. I'm a star. I can feel the change. Sauf nicht mehr so viel. Schnapsnase, ey. I can leave here. You've given me a second chance. Please wait. I must find Amy. Can you help? That girl is evil. Both she and her sisters. Die hat Geschwister? No sisters. She was an only child. Beware the dark fool. Uiuiui, das war jetzt aber eine Anspielung auf den Namen des Spiels. Soll er die Wald für du? Darkfall, bla bla bla. So, ich speichere jetzt mal wieder. Wo waren wir denn? 13.03., 12.33 Uhr, 13. Ich würde sagen, hier. Speichern wir jetzt einfach mal da, genau. Wunderbar. Dann gehen wir raus. Haben wir denn eine Scheibe mehr gekriegt? So, was machen wir jetzt? Irgendwie, ja. Momentchen, ich drehe mich nochmal um. Schau nochmal in dem Zimmer nach, ob da irgendwas ist. Zimmer bäh. Auf dem Tisch. Ah, guck mal hier. Was auch immer das war. So ein Wassersprüh. Sprühsahne. Sprühsahne, definitiv Sprühsahne. Können wir uns jetzt was einreiben und dann kann Amy uns das ablecken, weil wir ja so geil pädophil sind. So. Dann muss ich jetzt gucken. Was mache ich denn jetzt? Habe ich irgendwie nichts gewonnen, kann das sein? Einer fehlt wahrscheinlich auch in der Mitte. Irgendwie stehe ich jetzt gerade auf dem Schlauch. Weiß jetzt nicht mehr, wohin ich muss. Aber ich denke mal, was ist das überhaupt für ein Ding? Wenn da wenigstens ein Hinweis stehen würde, das ist so ein Blumenbestäuber oder irgendwas zum Sprühen, Wasser. Kein Plan, zum Besaufen ist das. Ich speichere nochmal kurz, denn ich werde jetzt nochmal schnell nachschauen gehen, was wir denn jetzt gerade gemacht haben. Ich bin gleich wieder da, außerdem muss ich auf Toilette. Bis gleich. So, da bin ich dann wieder. Also ich habe nochmal nachgeschaut, was wir jetzt machen müssen, weil wir ja keinen Hinweis bekommen haben. Und ganz ehrlich, ich wäre auf die Idee von alleine definitiv nicht gekommen. Ich wäre wirklich nicht von alleine drauf gekommen. Weil das ist so ein Backtracking-System, wo wir jetzt nochmal zum Anfang müssen. Und ganz ehrlich, ich finde sowas ziemlich blöd auch, dass man ständig immer rumrennen muss, dann zum Anfang zurück. Das macht das Ganze ein bisschen kaputt aus meiner Sicht. Weil ich bin jetzt keiner, der wirklich dann daran denkt, am Anfang war vielleicht noch was. Ich merke mir ja nicht jeden Scheiß, vor allem nicht, wenn ich so lange das Spiel schon hab schleifen lassen, aufgenommen habe und so weiter und so fort. Deswegen habe ich lieber nochmal nachgeguckt, bevor ich dann hier wirklich rumirre wie ein Idiot. Wir müssen jetzt zurück da zum Hinterhof, wo das Klo war. Da wirklich, da hätte ich niemals nachgeguckt. Ich hätte überall nachgeschaut, aber nicht am Hinterhof. Also nehmt es mir bitte nicht übel, aber das ist besser, wenn ich es fließend zeige, als wenn ich hier tausendmal verkacke und nur rumrenne 50 Parts lang. Das wäre ich. Da. Genau. Wir müssen nämlich einmal, Momentchen kurz. Das scheinbar nicht. Wir müssen einmal in die Ecke gehen. Da müssen wir nämlich die Sprühflasche verwenden, um das auszumachen dann. Und da ist jetzt ein verbranntes Ding drin. Sehr, sehr gruselig. So, das hätten wir. Dann ist jetzt... Genau. Kommt er hier an. The others have gone. They are free. Was? Are they? Nee. H-E? Hä? Was? Verstehe ich nicht. Ich verstehe seine Geheimbotschaft nicht. Jetzt können wir auf jeden Fall auch da reingucken. Da ist eine Box. Und dazu brauchen wir den Dietrich. Das habe ich mir auch
angeschaut. Jetzt können wir wieder ein bisschen rumraten. Aha. Nee, okay. Okay. Ja, ein bisschen hin und her probieren. Das funktioniert alles nicht. Oben. Nein, unten. Vielleicht hier oben rechts. Und jetzt hier links. Und jetzt unten. Ne, okay, hat nicht geklappt. Zack. Nein, war nicht richtig. Moment. So. 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 Nein. Ah. Ständiges Rumprobieren. Wunderbar. Sowas liebe ich doch. Vielleicht jetzt unten rechts. Hier so. Jawohl. Oh Gott, Gott sei Dank. Scheren. Na, jetzt hätte ich davon nicht schon genug. So, jetzt haben wir die dritte Puppe. Das heißt, wir können jetzt auf dem Weg zum Wasserturm machen. Only you, me and Amy now. Now, no, now. Was? Keine Ahnung. Schlechtes Englisch ist schlecht. Oh, die nächste SMS. Ja, ist ja ganz herrlich. You killed Bones. Stabbed to death. D-E-A death. Einfach death. Hast du Bones getötet? Er hat Mr. Bones getötet. Deswegen hat man ihn wahrscheinlich nicht gedingst, weil er einfach nur ins Gefängnis sollte und er knattert ihn einfach um. Was ist denn jetzt los? Wohin? Alter, was ist mit dir nicht richtig? Was? Alter Schwede. Wohin? Wow, ich krieg ja Gänsehaut. Stop it! It's not true, it's all lies. Leave me alone. I killed him, I did it. I killed Bones. May God forgive me. Now leave me alone. Der Wasserturm. You must set him free. Use the sisters. Was steht da? E-free-E-S-T. The devil is sending these messages. Ja, wer sendet die ganzen Nachrichten eigentlich? Das würde ich mich auch wundern. Ich dachte, das wäre vielleicht Mr. Bones. Der sich fälschlicherweise eingelocht gefühlt hat. Aber wenn der tot ist, dann macht mich das gerade ein bisschen wurstig im Kopf. Da kann man jetzt drüber nachdenken. Wer könnte es gewesen sein? Wer macht diese Kacke hier die ganze Zeit? Wer schikaniert uns? Amy auf jeden Fall. So. Verschiedene Symbole in verschiedenen Reihenfolgen. Erstmal speichern wir. Nehmen wir das hier. Jawohl. Gut. Dann schauen wir mal, was wir hier machen können. Verschiedene Symbole. Da sind Blätter, da sind andere Blätter, da sind Federn. Das ist verbrannt, das ist Beine rausgerissen, das ist ertrunken. Das weiß ich eben noch, weil ich in der Hinsicht mal mir die Hinweise gegeben habe lassen möchte, tun. Und da stand in den Büchern drin, von den vier Schwestern. Amy ist dann in dem Fall die vierte. Die Frage ist halt nur, ich habe niemals daran gedacht, mir das Ganze aufzuschreiben, was die vier Schwestern, was denen widerfahren ist. Ich hätte jetzt nochmal alle Bücher suchen müssen, da habe ich lieber nochmal nachgeschaut in meinem Hinweisbüchlein. Und deswegen weiß ich das Ganze, dass
Ash ohne Beine. Rowan heißt die, ist ertrunken. Und Hazel ist verbrannt. Ja, das sind irgendwie. Vor allem dazu musst du auch die Blätter kennen. Das sind Haselnussblätter. Und das sind vom Rowan-Strauch irgendwelche Blätter. Wer kommt denn auf diese kranke Scheiße? Ohne Witz! Wer macht denn sowas? Deswegen weiß ich, dass sie ohne Beine hier hin muss. Die Verbrannte muss, ich glaube, nach rechts. Und das ist das hier. Genau. Und jetzt noch die Augen. Ash hatte blaue Augen. Rowan hatte grüne Augen. Wie sieht das aus? Voll glübsch, ey. Aber fire in my lasers. So, das müsste es jetzt sein. Funzt nicht. Falsche Reihenfolge. Vielleicht die Blätter vertauscht. Versuche ich einfach nochmal. Das ist die ohne Beine. Die kommt auf jeden Fall hier hin. Die ohne Beine kommt auf jeden Fall dahin. Dann muss ich die Verbrannte vielleicht in der Mitte packen. Und die Ersoffene rechts. So. Dann hat die Ersoffene grüne Augen. Ash hat blaue Augen, glaube ich. Und Hazel hat braune. Passt wohl nicht ganz. Och man, ich habe das doch jetzt alles nicht gemerkt, ganz ehrlich. Och, das ist jetzt kacke, Leute. Jetzt muss ich mal alle Bücher lesen oder was? Ich gehe nochmal schnell zurück. Nach unten. Auf das eine Gleis, da war ja ein Buch. Dann weiß ich wenigstens, wer schon mal eine Augenfarbe hatte. Was eine Scheiße, ey. Hat mir die Lösung überhaupt nichts gebracht. War wahrscheinlich wieder zufallsgeneriert, wer welche Augenfarbe hat. Wenn ich von einem die Augenfarbe habe, dann weiß ich wenigstens, dass die anderen beiden eine andere haben müssen. Dann kann ich wenigstens bei denen schon mal experimentieren. Das wäre ja dann nicht mehr so schwer. Schauen wir einfach nochmal gemeinsam nach. Ich muss den Part auch schon wieder gleich beenden, ey. Das ist so furchtbar. Das ist so furchtbar. Nee. Ach, scheiße. So, einmal darüber bitte. Ich gehe jetzt wirklich nicht nochmal das ganze Hotel abklappern nach allen Büchern. Da habe ich definitiv keine Lust drauf. Durch den Schrank nach Narnia, da war auf jeden Fall eins, das weiß ich. Und hier unten war eins. Einmal nach unten schauen. Wer merkt sich denn diese kranke Kacke, ohne Witz? So, Four Sisters. Ashley! She was cool for the darkest voice. Sie hat auf jeden Fall blaue Augen. Ne, die ist auf jeden Fall wirklich zerfetzt worden. Ashley, blaue Augen, keine Beine. Dann muss ich nochmal nachschauen, wer Geh ich doch nochmal durch den Schrank nach Narnia. Sorry, Leute. Ich schneide das Ganze jetzt aber nicht raus, weil ihr wisst das ja dann sicherlich auch. Irgendwie. Klar. Ich mach's einfach. War's bei F? Durch den Schrank? Ah nein, hier unten links ist er ja schon. Das Büchlein. Gucken wir mal nach. So, Four Sisters. Hazel hatte braune Augen. Ja. Puh, Hazel. Ja, das passt alles wie aufs Brot geschnitten, ey. Scheiße, Kacke. Arschlochbums. Mann. Mich regt der gerade auf, jetzt bin ich hier umsonst lang gelaufen. Egal. Ist ja nicht weit. Schaffen wir schon. Habe ich den Part einfach mal wieder unnötig lang gestreckt. Tut mir leid, tut mir leid, tut mir leid. Egal. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lang das schon ist. Einfach mal nach links gehen. Nach unten gehen. Und wieder hochlaufen. Oh. Das ständige Gelatsche macht so einen Spieler am schlimmsten. Aber ich denke mal, wir haben es bald geschafft. So. Da lang. Da lang. Und hoch. Jetzt muss ich nur das Ganze zuordnen können. Irgendwie hat es mir gar nichts gebracht, das Ganze zu sortieren. Was mache ich denn da jetzt? Muss ich irgendwie die Scheiben benutzen? Nee, muss ich nicht. Habe ich irgendwas übersehen? Ja, ja. Ich habe keine Ahnung, ey. Leute, ich stehe gerade voll auf dem Schlauch.
hab die Babys in die richtige Reihenfolge gebracht. Vielleicht muss ich nochmal am Knochen hier irgendwas machen. Vielleicht hat der wieder irgendwas. Ach, schon wieder eine SMS. Ja, wunderbar. You killed Bones. Stabbed to death. Hatten wir ja schon die SMS. Das ist Mr. Bones. Aha. Krass. Krasser Scheiß, ey. Überall diese Scheren. Federn, Feather. Feather, Haseln. Keine Ahnung. Muss auf jeden Fall stimmen. Keine Beine, dahin. Verbrannt, dahin. Und das, dahin. Blau. Grün. Braun. Ach, jetzt auf einmal. Ich muss erstmal Mr. Bones gefunden haben vorher, oder was? Das ist ja doof. Na gut, jetzt haben wir es trotzdem. Leuchtende Kugel. Wunderschön. Gut, das müsste jetzt alles sein. Ich werde... Guck, wie klein das Inventar geworden ist. Ich werde hier speichern. Mal nachschauen, wie lang der Part ist. Und mich dann gleich wieder melden. 1338, 1327, 38 nehmen wir. Nehmen wir. So, Leute, ich bin nochmal kurz weg. Und wenn der Part zu lang ist, verabschieden wir uns gleich. Also dann. Oh ja, der Part ist überlang geworden. Scheiße. Na gut, ich verabschiede mich dann hier ganz schnell. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Dark Falls Lost Souls. Ansonsten schaut auch gerne bei den anderen Projekten rein. Lasst einen lieben Kommentar da oder auch gerne Kritik, solange sie konstruktiv ist. Wir sehen uns dann. Auf bald. Auf Wiedersehen. Tschüss, Sikowski. Bla 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 bla.